Mozart hat gesagt, das Härteste und die Hauptsache in der Musik sei das Tempo. Hat er damit recht? Und wenn ja, wie hat er das gemeint? Darum geht es in diesem Video. Also ich werde mir auf gar keinen Fall anmaßen, Mozart zu widersprechen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass er mit seiner Aussage recht hatte. Wie hat er sie nun gemeint? Meint er, das Wichtigste sei, schnell spielen zu können, also alles für die Virtuosität zu tun? Mozart war ein begnadeter Pianist und er konnte rasend schnell Klavier spielen. Doch vor allem klingt seine Musik leichtfüßig. Wenn er mal Lust hatte, dann durfte sie auch nach Spektakel klingen. Aber das war dann der Schalk, der ihm im Nacken sitzt. Das war die Wildheit, die in ihm steckt. Nein, also reine Technik meinte Mozart sicher nicht, wenn er sagte, das Härteste und die Hauptsache in der Musik sei das Tempo. Das Tempo drückt immer einen Charakter aus, gerade auch bei Mozart. Daher verstehe ich es sehr gut, dass es für ihn die Hauptsache ist. Nämlich, um mit dem Tempo den Charakter der Musik darzustellen. Doch warum ist es nun das Härteste? Etwa, weil es besonders viel Training braucht, um schnell spielen zu können, trifft auf Mozart nicht wirklich zu. Er hat auf jeden Fall viel geübt, doch aufgrund seines Talentes ist ihm alles Technische auch irgendwie zugeflogen. Ist etwa das Härteste, dass man in der Wahl des richtigen Tempos besonders präzise sein sollte? Das schauen wir uns mal genauer an. Und am besten nehmen wir ein langsames Stück. Zum Beispiel die Etüde Nummer 37 in H-Dur von Franz Wilhelm Ferling. Das richtige langsame Tempo zu bestimmen, ist vielleicht noch eine Spur pikanter als das richtige schnelle Tempo. Im Langsamen sind die Nuancen noch feiner. Wovon hängt das richtige Tempo nun ab? Vom Charakter der Musik. Ja, genau, es bedingt sich gegenseitig. Der Charakter der Musik bestimmt das Tempo und umgekehrt. Du hast von deinem Stück nach und nach eine Spielidee, eine Interpretation entwickelt. Und nun probierst du das Tempo aus. Wenn du das richtige Tempo triffst, fühlt es sich selbstverständlich an, nicht gekünstelt oder gemacht. Genau darauf solltest du achten. Wir machen jetzt erst einmal den Charaktercheck der Etüde Nummer 37 und schauen dazu genauer in die Noten. Diese Etüde ist ein Marsch und in H-Dur geschrieben. Sie beginnt im Piano und schon im ersten und zweiten Takt steht eine Synkope. Die erste Phrase endet mit einer 16-Sextole und so eine Sextole hat ja immer etwas Drehendes gegenüber dem Marsch, der straff geradeaus geht. Das Piano am Anfang deutet auf einen feinsinnigen, differenzierten Charakter hin. Die Synkopen haben irgendwie etwas Stockendes, Innehaltendes, aber vielleicht auch etwas Freches. Die Sextole dagegen wirkt eher verspielt. Stopp, da habe ich noch eine ganz andere Idee. Wir machen mal was Besonderes. Ich spiele diese Etüde sehr gerne mit dem Baritonsaxophon. Doch wie wäre es zu prüfen, ob der höhere Klang vom Altsaxophon auch den Charakter der Musik und damit das Tempo beeinflusst? Das probiere ich jetzt mal aus. Ja, ich mag den Baritonklang in dieser Etüde. Die Betonungen bekommen so etwas Genießerisches. Vielleicht kann man sogar sagen, eine genussvolle Völlerei. Auf jeden Fall gibt es so ein Augenzwinkern und so richtig ernsthaft ist das Ganze nicht. Ich lande beim Tempo Viertel circa 40. Und jetzt hören wir uns mal das Altsaxophon an. Das fühlt sich anders an. Vielleicht eher unbedarft als genießerisch, jugendlich oder sogar naiv statt Augenzwinkern. Auf jeden Fall muss ich auch etwas flotter spielen. Ich komme auf ein Tempo Viertel circa 44. Der unterschiedliche Klang der beiden Instrumente hat für mich einen Einfluss auf den Charakter der Musik und damit auch auf das Tempo. Der feine Charakter und die Verspieltheit
Die stimmen für mich beide Male. Doch mit dem Baritonsaxophon, da sehe ich eher einen gemütlichen Menschen, der genießt. Also er ist nicht faul, er genießt eher. Deswegen mache ich da auch ein bisschen breitere Betonungen. Der lässt sich nicht unnötig treiben in den Synkopen. Und der hat schon viel erlebt. Der weiß, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und erlebt die Welt deswegen mit einem Augenzwinkern in der Sextole. Mit dem Altsaxophon, da sehe ich eher einen jungen Menschen, einen jugendlichen Menschen. Der ist unbedarft, vielleicht sogar naiv. Der darf aus dem Marschschritt ausbrechen, wie in den Synkopen, und sich auch tänzerisch bewegen, wie in der Sextole. Du kannst die Ferling-Etüden mit jedem Saxophon spielen. Dieser Vergleich jedoch zeigt, dass du mein Tempo nicht unbedingt übernehmen kannst. Du musst für deinen Klang dein Tempo sorgfältig auswählen. Klang, Charakter und Tempo sind eine Einheit. Wie geht es weiter? Den Strukturcheck, den mache ich mit dem Baritonsaxophon. Nimm das als Inspiration für deine eigene Spielidee, gerade wenn du mit einem anderen Saxophon spielst. Teil steht in Gis-Moll, der parallelen Molltonart zu H-Dur. Bei Moll sagt man ja gerne, es klingt traurig. Passt für mich hier nicht so ganz. Mein Protagonist genießt eher sein Glas Rotwein und beginnt über die Welt zu philosophieren. Schließlich hat er schon viel erlebt. In Takt 23, da kommt dieser Akzent, dieser plötzliche, der ist eher ein Akzeptieren, ein Anerkennen. Und er sagt sich so, ach, egal. Bevor in Takt 25 die Reprise beginnt und er sich sagt, mir gefällt es, wie es ist. Und deswegen schließt er auch zum Ende der Etüde mit der Feststellung, ich bleibe, wie ich bin. Hier steht im Original zwar kein Akzent, doch der ganze Schluss steht im Forte und hat für mich deswegen etwas Bestimmtes. Ich mache deswegen auf der letzten Achtel, auf der 1 und im letzten Takt sogar einen Staccato-Akzent. Dadurch drücke ich aus, dass es so ist, wie der Protagonist es sieht. Du kannst natürlich ausprobieren, auf der 1 die Betonung zu machen und die 1 und im letzten Takt als Nachschlag. Doch für mich verliert dadurch der Schluss an Kraft und kommt auch etwas unvermittelt. In meiner Ausgabe habe ich deswegen tatsächlich einen Akzent auf dem letzten Achtel notiert. Du kannst diese Noten herunterladen. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu meinem Newsletter. Melde dich gerne dort an, du erhältst direkt die Noten. Mozart hatte also total recht. Das Tempo ist vom Charakter und vom Klang der Musik abhängig und bestimmt gleichzeitig den Charakter des Stückes. Du solltest also größte Sorgfalt in die Wahl deines Tempos legen. Höre nun die Etüde Nummer 37 von Franz Wilhelm Ferling als Ganzes. Mm-hmm.
Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat. Lasse dann gerne einen Like da. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal der Saxophonschule Christoph Kirschke.